Hallo zusammen, willkommen zu MML auf Podcast Episode 49. Wow, sind wir schon bei 49, nächstes ist 50, das ist fast so ein kleines Jubiläum. Naja, wer hätte es gedacht? Ich nicht. Okay, Momo. Ja, danke für alles Feedback von euch. Wie bereits gesagt, MML auf Podcast auf allen sozialen Medienkanälen und so weiter, das wissen wir alles schon, müssen wir nicht 100.000 Mal wiederholen. Ja, let's get down to business mit der MMA News, mit dem Vladi, mit mir. Was haben wir alles auf dem Programm? Und zwar fangen wir gerade mal an mit dem Rückblick. Und zwar auf UFC 172. Vom letzten Samstag, 26. April, in der Baltimore Arena in Baltimore, Maryland. Der Main Event Jones vs. Teixeira. John Jones zeigt einmal mehr, wieso er wahrscheinlich der beste Kämpfer momentan ist, Pound for Pound. Eine von seinen absolut besten Darbietungen gegen den Glover Teixeira hat ihm über 5 Runden keine Chance gelassen, hat sogar am Glover Teixeira sein Game gespielt. Er ist nämlich mit ihm an Cage gegangen, hat Close Range Boxing gemacht. Dort, wo man eigentlich denkt, hat der Glover Teixeira am meisten Chance. Keine Chance gehabt. John Jones hat ihn absolut auseinandergenommen und ganz verdient mit 50-45 auf allen Scorecards gewonnen. Interessant war es ja, zum schauen, wie kommt er zurück nach dem Alexander Gustafsson-Kampf, wo er schon ein bisschen an den Rand von einer Niederlage kam, wo er wirklich hat müssen beissen und so, und für viele hat er ja auch verloren. Für mich allerdings nicht. Aber es ist sicher ein enger Kampf gewesen. Wichtig ist gewesen, wie kommt er zurück? Es ist ein sehr grosser Hype gewesen um den Glover Teixeira, der John Hackelman. Allerdings der Trainer vom Glover hat gesagt, er hat noch nie einen erlebt, der so hart kann schlagen. Und das ist immerhin der Trainer vom, Chuck Liddell. Ist das so ein bisschen Hype gewesen um den Kampf? Ist das jetzt ein harter Gegner für den John Jones? Einer, wo jetzt ein Knockout-Puncher so quasi und so? Das Resultat, wir haben einen vom besten John Jones gesehen überhaupt. Ist auch beim Publikum von Baltimore recht gut angekommen. Ist ja sonst so ein bisschen ein Heel, wenn man einen Pro-Wrestling-Term, Ausdruck nimmt. Also, so ein bisschen der Bad Guy und so. Das mal überhaupt nicht. Ist sehr gut angenommen worden und so. Und übrigens, geiles T-Shirt, das er angehört, mit so einer japanischen Schrift drauf. Ja. Ja, für mich einfach wirklich momentan vielleicht noch mit dem Hennen Barão, José Aldo und so weiter. Eigentlich einer von den absolut besten Kämpfer dominiert. Interessant wird es jetzt mit dem Rematch mit dem Alexander Gustafsson. Die Rede ist, dass es eventuell in Schweden stattfinden sollte, in einer neuen Arena mit, glaube ich, 50.000 Zuschauerplatz haben. Das ist ja absolut brutal. Das ist aber scheinbar, glaube ich, Freiluft, was in Schweden ein bisschen ein Risiko ist. Andere Stimmen sagen zwar, hey, der John Jones ist der Champ, der muss gar nicht hin und so, aber ich meine, so eine Stadium-Show und so wäre wahrscheinlich schon noch im Sinne von der UFC. Nach dem Kampf, also der Sieger vom John Jones, Alexander Gustafsson kämpft nachher gegen den Daniel Cormier. Das wäre natürlich auch noch ein interessanter Gegner für den John Jones. So ein bisschen Wrestling gegen Wrestling und so. Aber wenn der John Jones, der gegen den Glover gewonnen hat, wenn der in den nächsten 2 Kämpfen auch antritt, dann sehe ich keine Chance für die 2 Herren. Voilà, wir werden es sehen. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Wir gehen mal noch ein bisschen weiter in der Card. Wer den ersten Kampf Fight Pass noch gesehen hat, hey, bitte schaut den noch irgendwo an auf YouTube. Der fliegendes Knie-K.O. von Chris Beal gegen Patrick Williams ist absolut sehenswert. Danny Castillo knocked out der Charlie Brenneman. Der Charlie Brenneman wird langsam so ein bisschen ein K.O.-Opfer. Der Spaniard. Danny Castillo sehr tief in der Card. Zweiter Kampf hat bewiesen, dass er absolut zu den Top-Leuten gehört. Becci Correa hat gegen Jasmine Duke gewonnen. Und das ist noch eine interessante Sache gewesen. Jasmine Duke gehört zu den sogenannten Four Horsewomen. Ronda Rousey, Shayna Baszler, Jasmine Duke und dann noch der Ronda Rousey, ihr Roommate, wo mir jetzt den Namen gerade in den Sinn kommt. The Four Horsemen ist ein Ausdruck aus dem Wrestling. Da hat es mal so ein Wrestling-Team gegeben, die haben sich so genannt. Ronda Rousey und ihre 3 Kolleginnen nennen sich The Four Horsewomen. Becci Correa hat gesagt, hat so ein bisschen mit dem Finger nach dem Sieg so ein bisschen zu verstehen gegeben, hey, eine von diesen 4 Horsewomen habe ich besiegt. 3 stehen immer noch.
Interessante Sache. Takanori Gomi, der alte Pride Haudegen, ist wieder in Cage hineingestiegen. Der geile Sieg gegen den Isaac Valley Flag, also ein bisschen eher ein Wrestler. Hat's gut gemacht, 3 Runden gewonnen. Ist sicher ein hundertprozentiger Kandidat für die nächste UFC-Show in Japan. Dass der alte Takanori Gomi immer noch so eine Leistung bringt, ist eine gewaltige Sache. Und so freue mich sehr für ihn. Die alten MMA-Fans, die kennen selbstverständlich noch aus der Zeiten, wo er in Japan wirklich alles umgehauen hat. Joseph Benavides gönnt gegen Tim Elliott durch im Sherlock steht Guillotine Choke. Aber der Joseph Benavides hat einen eigenen Namen. Es ist die Joa Constrictor Submission. So eine Guillotine von der Mount. Brutale Sache. Ist sehr gut gewesen. Max Holloway. Geiler Sieg, der sympathische Hawaiianer gönnt gegen den Andrew Touchy Feely, wo riesen gehypt worden ist durch Guillotine Choke ebenfalls. Das entpuppt sich da noch so ein bisschen. Wir haben 3 Guillotine Chokes gehabt in dieser ganzen UFC-Veranstaltung. In den ersten haben wir auch der Jim Miller gegen den Yancy Medeiros und bleibt im Geschäft. Luke Rockhold gegen den Tim Boach, und da muss man als Tim Boach sich schon überlegen, was man da in dem Cage noch macht. Ist in 2:08 und die 2 Minuten 08 Sekunden hat er absolut überhaupt keine Chance gehabt. Ist am Schluss so in eine Doppelsubmission hineingekommen, sowohl ein verkehrter Triangle und auch noch ein Kimura hat dann zu irgendetwas tappt. Was genau wissen wir nicht. Ich nehme mal an, es war der Kimura gewesen. Luke Rockhold bleibt im Geschäft. Und wer hat er im Post-Fight-Interview natürlich herausgefordert? Aha, der Michael Bisping. Wer fordert schon nicht den Michael Bisping raus? Was genau am Luke Rockhold das bringt, weiß ich zwar nicht. Co-Main Event, gloriose Return von Anthony Rumble Johnson. Er, wo ja einmal in der 170 Pfund Gewichtsklasse gekämpft hat, weil das Gewicht hat er, glaube ich, effektiv gar nicht gebracht, ist nachher 185 aufgewechselt, hat gegen den Vitor Belfort kämpfen sollen, hat das Gewicht auch nicht gebracht, und zwar irgendwie hat statt 185 193 oder 194 gebracht. Eine Katastrophe, durch und durch. Der Dana White gesagt, also weißt du was, fuck off, gang weg. Das bringt's nicht mehr. Hat mittlerweile sogar mal Heavyweight gekämpft, hat gegen den Andrei Arlovski gewonnen. Ist zurückgekommen in die UFC nach 6 Siegen. Und zwar im 205, im Light Heavyweight. Hat gegen den Phil Davis gerade einen riesen harten Gegner bekommen. Und was ist passiert? Anthony Johnson hat ganz geiles Defensive Wrestling gemacht, Takedown Defense, absolut souverän gegen den Phil Davis, der nie einen Hehl drum gemacht hat, dass er den Kampf sofort am Boden abnehmen und den Anthony Johnson dort verprügeln will. Das ist ihm überhaupt nicht gelungen. Takedown Defense à la Wahnsinn vom Rumble Johnson und hat einen schönen Ausbox aus dem Stand, Unanimous Decision. Das wird auch mal ein ganz interessanter Mann. Ob es für die Spitze lange wird gegen den John Jones, das kann ich mir jetzt im Moment nicht vorstellen, aber wir werden sehen. Alles in allem eigentlich eine gute Veranstaltung. Einmal nicht allzu viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Kämpfe sind vorzeitig beendet worden von 10. Das ist doch auch mal wieder eine gute Sache, einmal wieder eine gute Entwicklung, was letzte am ich so ein bisschen sehr viel Decisions gegeben hat. Nicht so eine tolle Sache. Das zu dem. Voilà. Dann ist es einmal passiert. Ihr wisst, Sachen aufzuladen im Internet, wo euch nicht gehört, ist verboten. Abladen ist in der Schweiz erlaubt, aber nicht aufladen. In Amerika ist beides verboten. Jetzt hat's einen getüpft. Und zwar der Steven Messina, der ist 27, wohnt in Great Neck im Bundesstaat New York. Bei seinen Eltern daheim. Ist von der UFC auf $32 Millionen verklagt worden. Und zwar, weil er scheinbar insgesamt 124 illegale Dateien aufgeladen hat. Auch noch eine grosse Fresse geführt hat auf dem Internet. Auch noch Leute angestiftet hat zum auch noch Sachen aufladen. $32 Millionen für jemanden, der noch bei seinen Eltern wohnt, ist natürlich eine gleiche Sache. Ja, gut, da kann man nur lachen eigentlich, weil ich meine, das kann man, da müsste wahrscheinlich irgendwie 10-mal leben, dass er das könnte zurückzahlen. Ich meine, da kann wahrscheinlich ist der gute Steven Messina sogar lachen. Der UFC ist nicht zum Lachen zumute, sie macht jetzt langsam ernst. Sie hat auch gesagt, dass sie schon verschiedene andere
Personen verklagt hat. Normalerweise, und zwar, also nicht normalerweise, in 50%, also in der Hälfte der Fälle, werden die Anzeigen außerhalb vom Gericht geregelt. So ein Out-of-Court-Settlement, wie man das sagt. Und dort werden dann einfach vom Anklagten quasi der Gestalt dann seine Schuld ein und sagt, okay, gut, ich zahle euch so und so viel, das macht man dann ab. Und die Sache ist gegessen, es gibt keine Gerichtsverhandlung, es gibt kein Theater. UFC beklagt sich aber, dass die Summen, die dann gezahlt werden von denen Anklagten, natürlich immer noch weit unter dem sind, wo sie eigentlich verlieren durch die Piraterie. Ich denke mal, Fight Pass ist vielleicht so ein Schritt in die richtige Richtung, dass man für relativ wenig Geld, ich meine, es ist 10 Stutz im Monat, schon relativ viel Content überkommt. Was ich ein bisschen vermisse, ist vielleicht irgendwie so ein Package à la WWE, wo man so ein bisschen im ähnlichen Preissegment vielleicht ein bisschen mehr zahlt, aber dann wirklich alles hat. Also Pay-Per-Views und all die anderen Shows. Das wäre etwas, wo ich mir auch wünschen für die UFC, dass man vielleicht irgendwie, ich weiß auch nicht, wie viel denn das wäre und so, dass man so ein Package könnte zahlen und dann einfach alles hätte, oder? Vielleicht hättest du auch Pay-Per-Views, vielleicht einen Tag später oder irgendwie so etwas, vielleicht nicht live. I don't know. Irgendwie so etwas, wo man einfach einmal zahlt und dann ist gut. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, für jemanden in den Staaten, es sind unheimlich viele Veranstaltungen. Es sind ja nicht nur UFC-Sachen, oder? UFC hat doch eine grosse Anzahl Pay-Per-View. Das sind jedes Mal etwa $50. Dann gibt's eben noch Fight Pass. Dann muss man noch Fox Sports 1 oder 2 haben. Dann muss man eben auch das richtige Cable-Abo haben. Also Kabelfernseh-Abo. Dann gibt's aber natürlich selbstverständlich noch andere Sachen, für die man muss zahlen. Es gibt zum Beispiel Boxing-Pay-Per-View. Jetzt, der Samstag ist, Floyd Mayweather Jr., Marcos Maidana. Da kannst du auch nochmal $50 aufrühren für das. Es läppert sich dann schon wirklich ein bisschen zusammen. Und wenn man zwei Pay-Per-Views im Monat hat, das sind dann $100 plus noch ein bisschen Fight Pass und so weiter und so weiter. Also, da kommt man dann doch auf ein stattliches Sümmli. Ja. Ist mal interessant. Wird sicher noch interessant zu sehen, wie sich die 32 Millionen Dollar Lawsuit da entwickelt und wie denn das gehandelt wird. Offiziell ist jetzt auch der Main Event für die UFC Fight Night 46. Die findet statt am 19. Juli in der O2 Arena in Dublin. Jawohl, es hat nicht anders können kommen. Es ist ganz klar, der Conor McGregor wird dort den Main Event machen gegen den Cole Miller. Die zwei haben sich ein bisschen Smack Talk geliefert da, vor allem der Cole Miller im Post-Fight-Interview mit dem Joe Rogan nach seinem letzten Sieg. Der Conor McGregor hat sich scheinbar oder ist auf gutem Weg, sich von dem Kreuzbandriss zu erholen. Und wird fit sein am 19. Juli. Wird sicher interessant. Ist ein sehr guter Kampf, finde ich. Ein interessanter. Wird auch ein bisschen sehen, wo steht der Conor McGregor, auch nach dieser doch relativ, gächeren Verletzung und so. Er hat ja mehr oder weniger alle, herausgefordert in der ganzen Gewichtsklasse. Cole Miller ist jetzt mal der, wo er rüberkommt. Ist sicher ein guter Gradmesser. Und ja, die ganze Karte, die Dublin Card ist sehr interessant. Irgendwo habe ich sie gerade mal so ein bisschen parat gehabt. Jetzt ist es wieder weg. Die entwickelt sich nämlich da wirklich sehr gut. Da haben wir nämlich, muss ich da ein bisschen abscrollen, voilà, da haben wir sie schon. 2, 4, 6 Kämpfe sind schon offiziell. Conor McGregor gegen Cole Miller. Wie ich gesagt habe, dann der Ryan LaFlair gegen den Gunnar Nelson, das wird ein ganz heißer Fight, da zwei obergehypte Leute gegeneinander, dann der Ian Uncle McCreepy McCall gegen den Brad Pickett, geiler Fight, Ilir Latifi macht seinen dritten Fight im Octagon gegen den Filthy Tom Lawler, da sind wir mal gespannt, wie der dann zum Weigh-In kommt. Der Phil Harris kommt wieder zurück in die UFC, er kämpft gegen den Irländer Neil Seary. Und der Cody Donovan gegen den Nikita Al Capone Krylov. Ja, gefällt mir bis jetzt, wird sicher eine interessante Sache. Was haben wir sonst noch? Jawohl, offiziell announced worden an einer Pressekonferenz von Dana White letzten Dienstag in Mexiko.
ist UFC 180, findet statt am 15. November und wird die erste Veranstaltung von der UFC in Mexiko sein, und zwar in der Arena Mexico, das ist Stierkampfarena, ein riesen Ding. Und der Main Event ist auch schon klar, das ist der Cain Velasquez gegen den Fabricio Werdum. Interessant wird sein, zu sehen, wie die Mexikaner Cain Velasquez annehmen. Der Cain Velasquez ist in den USA geboren, seine Eltern sind aus Mexiko gekommen, er redet nicht wahnsinnig gut Spanisch, was für Mexikaner eigentlich sehr wichtig ist, um sich dann mit dem identifizieren. Sonst bist du einfach so ein Cholo, ein Gringo-Mexikaner, das ist nicht so das Gleiche und so. Anders sieht es beim Fabricio Werdum aus, er hat lange in Spanien gelebt, er kann sehr gut Spanisch, macht auch Broadcast für spanischsprechende Sender in der UFC. Er ist Brasilianer, aber er ist fast mehr irgendwo durch der Spanischsprechende als der, er ist definitiv der Spanischsprechendere als der Cain Velasquez. Das ist aber nicht alles, was dort verkündet worden ist, denn die zwei werden nicht nur gegeneinander kämpfen, sondern sie werden auch gegeneinander coachen. In der ersten Ausgabe von Ultimate Fighter Latin America, dort sind alle Fighters, ich weiß nicht, Brasilianer, dürften die dort auch mitmachen. Auf jeden Fall Lateinamerika, werden sicher viel Argentinier, Kolumbianer, Mexikaner und so weiter werden dort teilnehmen. Das finde ich natürlich eine ganz geile Sache. Das ist mal so ein bisschen ein anderer Erdteil, der dort so ein bisschen abgegachert wird nach Kämpfer. Gefilmt wird es in Las Vegas. Gewichtsklassen sind selbstverständlich für Latinos, da gibt es nicht so viel Schwergewicht. Wir machen jetzt Featherweights und Bantamweights. Und das Filmen fängt da am 12. Mai. Das ist ja schon bald. Und ausgestrahlt wird es in der Woche vom, also die erste Episode wird ausgestaltet in der Woche vom 18. August. Das kann man selbstverständlich auch auf Fight Pass sehen. Ausser man hat Televisa, das ist der mexikanische Kanal, wo der TV-Partner ist von der UFC. Das ist eigentlich mal das. Dann noch, bleiben wir mal noch ein bisschen in der heimischen Gefilde. Es sind ja letzte Woche an zwei Events gewesen. Casino Fight Night in Luzern. Dort haben wir gesehen, muss ich mal schnell schauen, dort haben wir gesehen, der Patrick Berisha und der Havoc Böbner, die haben dort gekämpft mit gemischten Resultaten. Und zwar, muss ich sie schnell suchen, Resultat, dass wir sie offiziell haben. So, jetzt haben wir sie, und zwar, wenn man die Resultate und andere Resultate sehen und da zwar ein kleiner Shoutout, dann geht doch zu der neuen Website da, so ein bisschen für MMA, Thai-Boxen und so weiter, von der Schweiz, www.fightblog.ch, www.fightblog.ch, danke vielmals für die Resultate. In den MMA-Kämpfen gewinnt der Michael Böbner gegen den Fidelis Garba in einer Gewichtsklasse bis 71 kg in der ersten Runde durch Submission Standing Guillotine. Da wäre es nämlich gut, wenn man noch Zeit genau hat. Der Patrick Berisha verliert leider gegen den Davide Baneschi bis 67 kg durch einen Triangle in der dritten Runde. Sonst sind es alles Thai-Box und K1-Kämpfe gewesen. Da werden wir nicht wahnsinnig drauf eingehen. Dann selbstverständlich ist auch noch Ready for War gewesen. Dort hat es zwei MMA-Kämpfe gegeben. Der Boris Radzic gönnt gegen den André Schuck. Ihn haben wir ja im Interview gehabt. Gefühlten 24 Sekunden durch Rear Naked Choke. Mataleão für die Portugiesisch Sprechenden. Und im anderen MMA-Kampf verliert der Danko Radmann durch TKO oder KO gegen den Jasmin Popara aus Bosnien-Herzegowina. Harter Kampf gsi. Das war in der zweiten Runde. Der Danko Radmann hat den Kampf eigentlich bis dann dominiert. Ist auch in der ersten Runde mal in der Mount gsi und hat seinen Gegner bearbeitet. Man hat eigentlich gedacht, dass so ein bisschen in der zweiten Runde ist dann fertig. Aber der Jasmin Popara hat ihn dann mit der guten Links-Rechts-Kombination getroffen und der Schiri hat dann müssen am, ja, also der
Der Danko ist richtig so in den Seil reingehangen, am Boden gehockt und so ein bisschen in den Seil reingehangen, ohne Deckung. Und der andere hat dann noch so zwei, drei reinzinkiert. Und der Schiedsrichter, Ahmed Yalbirdak, geiler Sieg, auch MMA-Fighter, ist reingesprungen und hat den Kampf beendet. Ah, also, das wäre es gewesen. Jetzt am der Samstag, nein, am 10. Mai findet Smack statt. In Basel, da wäre ich froh, hätte ich mal irgendwo noch so ein bisschen Fightcard. So, jetzt haben wir die Fightcard da von Smack. Und zwar haben wir hier ISKA-Titelkampf internationaler Swiss Champion Slobodan Maximovic vom BJ-Team Basel, wo wir auch schon bei Swiss Las Vegas gesehen haben, gegen den Beslan Masukov von Düsseldorf. Dann haben wir den Islam Sisbulatov vom European, vom Europe Top Team. Er kommt aus Österreich, aus Wien. Gegen den, den haben wir auch schon im Podcast gehabt. Gegen den Kenji Bortoluzzi vom Body Gym. Sylvain Sommereisen vom Team WFA aus Frankreich gegen den Julien Balli vom Big Bang Team ebenfalls aus Frankreich. Pascal Butini vom Big Bang Team aus Frankreich gegen den Fabio Ambrosini vom Team Stabile aus Italien. Der Abdi Gerihanov vom Europe Top Team gegen den Jumbi Emerick vom Team Congolo. Der Milanko Puranovic von der Fight Move Academy gegen den Vitor De Santana von Lottatori Milano und der Maximilien Schlatter vom Big Bang Team aus Frankreich gegen den Christophe Grage Team WFA Frankreich und last but not least der Luc Ngelka vom Team Congolo gegen den Ryan Frenchy von Frankreich. Ich weiß nicht, wie der, von welchem Gym dass der kommt. Fällt mir vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen die, wie soll ich sagen, so ein bisschen die Lokalmatadoren aus der Schweiz. So ein bisschen die, wo man so ein bisschen, so ein, zwei mehr Deutschschweizer wäre vielleicht noch cool gewesen und so. Aber trotzdem wünschen wir ihnen viel Erfolg. Smack 2 fängt an, die findet statt, wie bereits gesagt, am 10. Mai, am Samstag, die Eröffnung ist am 4. Anfangen tut's am 5:30 im Rheinpark Basel an der Mühlhauser Straße 17 40 56 Basel. Stehplatz 25 Stutz, Sitzplatz 35 Stutz, Ringplatz 55 Stutz. Wenn ihr ein VIP seid, dann müsst ihr anfragen. Anfragen könnt ihr auch sonst, wenn ihr Informationen wollt. Zwar sind's auf Facebook, Smack. Voilà. Werdet Fan. Geht dort hin. Wird sicher eine geile Sache. Das wär's einmal gewesen von der MMA News mit dem Vladi. Das mal im Programm haben wir Nick Hein. Er kämpft am 31. Mai anlässlich von der Ultimate Fight Night in Berlin. Ein Deutscher, ein interessanter Mann, ein geiles Interview. Hört ihn. Ja, ich habe gesprochen. So, und jetzt haben wir noch einen ganz einen interessanten Mann am Telefon aus dem schönen Köln. Ein Kölsch. Er ist nicht einfach irgendeiner, sondern er ist einer von den Auserkorenen, von den Chosen Ones, wo aus der deutschen Welle quasi in die UFC reingespült worden ist. Wir reden vom Nick Hein, 10 Siege, nur 1 Niederlage, 1 No Contest, 4 Submissions, 1 K.O. Crazy Stuff, 29 aus Köln, geiler Sieg. Nick Hein, wir wechseln auf Hochdeutsch, das geht viel einfacher. Und wenn du mit mir... Ah, ich habe das eine oder andere, habe ich verstanden, dass von daher. Wir reden ja beide vielleicht cool. Dialekt. Sprichst du Kölsch? Ja, ich kann es ein bisschen, aber wenn mein Vater und mein Großvater unterhalten haben, da kam ich dann auch vor, als hätten die sich auf Hebräisch unterhalten. Also das ist dann so richtig Kölsch, da fehlt es dann, aber. Blackfuss ja, so, oder Höhne? Blackfuss. Oh, super. Ja, Nikai, ich hab dich vorgestellt, du kämpfst am 31. Mai anlässlich von der Ultimate Fight Night 42 in der O2 Arena in Berlin. Das ist ein Riesending. Genau. Es hat ein bisschen gedauert, bis das Interview zustande gekommen ist. Jetzt im Nachhinein bin ich froh, nämlich jetzt ist auch dein Gegner bekannt. Das ist der Drew Dober aus den Vereinigten Staaten. Genau. Für die Leute aus der Schweiz, die vielleicht jetzt, und das meine ich nicht negativ, den Nick Hein noch nicht so gut kennen, wer bist du? Wer bin ich? Das ist eine gute Frage. Ich bin der Nick. Ich komme aus Köln, bin 29 Jahre alt und habe
20 Jahre meines Lebens mit Judo verbracht und habe dann 2009 bin zum MMA gewechselt. Ich bin bei der Bundespolizei, auch in Köln, tätig, bin verheiratet, habe einen 3-jährigen Sohn und nebenbei bin ich auch noch ein bisschen mit der Schauspielerei unterwegs. Oh. Und der absolute Fokus und der absolute Traum, aber der MMA-Sport, und jetzt ist mir der ganz große Wurf gelungen mit dem Eintritt in die UFC, und jetzt wollen wir mal gucken, was geht. Das ist für mich so ein bisschen wie die Rocky-Geschichte, wenn ich so ein bisschen von meiner Geschichte auch im Judo erzählen kann. Das hatte schon so eine schöne Spannungskurve. Und ich bin momentan, ich schwebe eigentlich momentan die letzten Wochen, weil ich mich so sehr darüber freue. Ja. Wie ist denn das genau zur Verpflichtung gekommen? Jetzt mit dem UFC-Vertrag oder? Wie ist es gekommen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe eigentlich, als ich 2009 angefangen habe, als noch sehr Judo-versierter MMA-Kämpfer, da muss ich auch zugeben, da habe ich das MMA noch heimlich machen müssen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch in der Judo-Nationalmannschaft tätig war und das absolut untersagt war. Ich weiß noch genau, mein erster Kampf, da hätte ich eigentlich zur Weltmeisterschaft Vorbereitung, also so ein Trainingscamp der deutschen Nationalmannschaft gemusst, und habe dann meinem Trainer vorgegaukelt, dass ich zu einer Hochzeit nach Italien muss. Die musste natürlich schön weit weg sein, damit ich, falls ich da jetzt wirklich einen auf die Schnauze kriege, dass ich vielleicht noch einen Tag dann gut habe. Und und so war das dann. Ich habe den Kampf dann Gott sei Dank unverletzt gewonnen und habe dann, das weiß ich noch, das ist wirklich wahr, was ich jetzt sage, wir haben gefeiert bis 3 Uhr in Köln, und das Trainingslager war damals auch in Berlin, und das ist so gut, sagen wir mal 5 Stunden Fahrt. Da habe ich so gerechnet, 10 Uhr morgens ist das erste Training. Wenn ich um 3 Uhr mich ins Auto setze, dann mit so gleich mal eine Stunde Pause, schaffe ich so kurz vor, sagen wir, 9 Uhr mit Verzögerung, und er hat gepasst. Ich war dann um 9:45 auf der Matte und habe so getan, als wäre nichts passiert. Ja, und wie gesagt, dann war damals schon so der Gedanke, UFC wäre natürlich ein großer Traum. Dann habe ich 5 Kämpfe hintereinander gewonnen. Und dann kam der erste Dämpfer, meine bisher einzige Niederlage, und dann war ich so ein bisschen unter dem Radar. Dann haben sich ein paar andere in Deutschland hervorgetan. Ja, und dann kam dann das tolle letzte Jahr, wo ich dann so ziemlich alles gewonnen habe und auch, relativ ungefährdet gesiegt habe. Und dann hat mich am Ende des Jahres mein jetziger Manager, der Tim Leidecker, angerufen, also wir hatten voneinander, wie er mir hinterher gesagt hat, hatte mich schon länger auf dem Schirm, aber ich kannte ihn nur vom Hörensagen. Persönlich hatten wir uns davor nur einmal kurz getroffen. Ja, und dann rief er mich einfach unverhofft an und sagte, wie sieht's aus? Wollen wir nicht zusammenarbeiten und das Projekt UFC angehen? Und dann, ich weiß noch, als er das gesagt hat, dass ich da total baff war, dass sich da jemand wieder, für mich interessiert. Ja, und dann haben wir den Schlachtplan gemacht, haben ihn ausgeführt. Dieses Jahr gegen einen guten Mann aus Deutschland dann im Käfig gewonnen. Und dann kam der Anruf. Mhm. Ja, und jetzt ist es, wie es ist. Einfach, war eine schöne Geschichte, ja. Also der Tim hat dich angerufen? Der Tim hat mich angerufen, ja. Also er hat mich letztes Jahr angerufen und hat einfach mal, wollte wissen, wer mich managt. Das war zu dem Zeitpunkt jemand aus meinem Verein, der das aber auch, eher so provisorisch übernommen hatte, der ein lieber Kerl, der da sich auch bemüht hatte, aber jetzt nicht das hauptberuflich wie der Tim verfolgt hat. Und dann kam, wie gesagt, dann der Tim und sagte, was ich also toll an dem Gespräch fand, das war das alles, was er sagte, wie sieht's aus, hast du nicht Lust, nach Größerem zu greifen? Und zu dem Zeitpunkt, das war wie eine Backpfeife durchs Telefon, aber eine schöne. Ja. Und dann habe ich zugeschlagen, habe gesagt, ja, machen wir. Und als du jetzt das Angebot bekommen hast,
in die UFC unterschreiben, 31.05. Das ist der Termin, musstest du da überlegen, hast du gesagt, ja, warte mal, ich überleg's mal, ich rufe dich morgen an, oder hast du sofort ja gesagt? Also, du warst jetzt Gott sei Dank nicht dabei, als es passiert ist, denn sonst hättest du wahrscheinlich den Respekt, ich sag mal so, den gebürtigen Respekt verloren, weil ich bin da aufgestanden, also aufgesprungen, wir saßen gerade im Team auf der Couch, aufgesprungen und wollte so über die Couch, ich wusste gar nicht, wohin ich rennen wollte, und bin aber hängen geblieben und schön in den Boden eingestampft. So unangespitzt in den Boden. Wir waren da gerade im Studio, alle haben geguckt und gedacht, jetzt hat er wirklich komplett den Verstand verloren, weil sie ja nicht wussten, was ich gerade am Telefon gesagt bekommen hatte. Ja, und dann bin ich dann leicht benommen, habe ich mich wieder aufgerappelt und bin dann aber trotzdem noch weitergelaufen, weil ich erstmal diese Freude, die musste erstmal raus. Und also um das jetzt, ich sag mal, deine Frage zu beantworten, ich musste da überlegen. Ja, ja. Und wie ist das jetzt, seit du hier unterschrieben hast, ist der Rummel um deine Person jetzt größer geworden? Ja, also schon. Und also ich merke das die Freunde, die man hat, die kriegen das natürlich dann auch schnell mit und haben sich und dann auch viele, die gar nicht zu meinen Freunden gehören, die sich aber dann trotzdem gemeldet haben. Und ich sag mal, abgesehen davon, dass natürlich das Medieninteresse, wobei das immer noch im Rahmen ist, größer geworden ist, werde ich fast überall, wo ich bin, jetzt darauf angesprochen. Aber ich mag das. Ich hab da Spaß dran. Ich habe an dem ganzen Brumborium auch Spaß. Ich habe mich vorher auch gerne mit Leuten unterhalten und jetzt tue ich das halt auch gerne. Und wenn es halt um das Thema geht, ist das auch nicht immer so die Art und Weise, vielleicht, weil mir das Herz da eher auf der Zunge liegt. Ich sag direkt in der Regel, was ich denke. Da muss ich vielleicht auch noch ein bisschen dazulernen, aber ich gebe was. Das ist doch besser, wenn man mal was sagt, oder? Ja, ich finde ja auch, dass viele, ich meine, es ist natürlich auch ein Showgeschäft, ne? Und man muss ja auch irgendwie einen gewissen Charakter vermarkten, weil das verkauft sich dann natürlich auch besser. Aber ich kann mich echt schwer, ich sag mal so, wenn das ist wie ein kleines Kind, das ein Geschenk auspackt und man sieht mir die Freude halt an. Das ist so, als wenn ich ein Geschenk auspacke. Ich freue mich da so und ich kann es schwer verbergen, dass ich mich darüber sehr, sehr freue, ja. Sind jetzt auch die Mainstream-Medien auf dich aufmerksam geworden? Hast du schon Interviews im Kölner Express gegeben, oder? Also die Sachen sind noch relativ... ich sag mal so, also gerade die größeren Medien tun sich ja leider immer noch ein bisschen schwer mit dem ganzen Thema. Ich gehe aber davon aus, weil es war vor, lass ich mich nicht lügen, wann war die UFC in Köln? Das war 2009? Ja. 2009. Ja. Da hat man dann gemerkt, umso näher das Event kam, dass diese Beiträge dann in großen Shows, zum Beispiel Stern-TV etc., dass die auch gekommen sind. Ich rechne so ein bisschen damit, dass das nach hinten raus, beziehungsweise so näher das an den Termin geht, dass das dann auch mehr wird. Momentan ist es halt schon eher die Insider-Presse, das heißt Ground and Pound und Käfiggeflüster waren da relativ zackig. Dann jetzt schon gestern Bloody Elbow aus den Staaten. Ja. Also es sind so, wie gesagt, es ist aber immer noch die Insiderpresse, die größeren haben sich bis jetzt noch nicht aber wie gesagt, das, was heißt die größeren? Die großen lokalen, aber ich denke, das wird, wie gesagt, umso näher das Event kommt, werden noch genau. Genau. Sind auch schon die Haters, die Neider gekommen, die sagen, ja, der Nick und so, da gibt's bessere. Ja, natürlich, selbstverständlich, die sind natürlich auch gekommen. Und es ist nicht immer das, was die Leute sagen, sondern es ist auch manchmal das, was die Leute eben nicht sagen. Gerade wenn man jahrelang mit Leuten zusammengearbeitet hat, und vielleicht, ich sag mal, jetzt in nächster Nähe wohnt oder wo man dann sich denkt, eigentlich schade, dass da so wenig Gunst ist, dass da mal wenigstens mal
ein Anruf oder mal eine E-Mail kommt und sagt, hey, herzlichen Glückwunsch. Aber gut, das ist das Geschäft, das ist in jedem Geschäft so, dass Missgunst vorhanden ist. Natürlich, ich sag mal, wenn man so durch, das ist ja das Schöne, zum Beispiel an Facebook, in der Regel haben die Leute bei Facebook ein Profilbild und dadurch haben sie eine, stellen sie auch ein Individuum dar und halten sich dann in der Regel auch zurück. Bei den Foren, bei den Kampfsportforen, da sind die Leute ja anonym. Und da haben natürlich auch einige schon ganz, ganz bitter über hergerissen. Aber das ist für mich, das ist wirklich Energie. Ich finde das muss man wirklich glauben. Das ist für mich wie so Motivation. Ich finde das wirklich schön, weil ob positives oder negatives Feedback, wie sagt man, jede Presse ist gute Presse. Ja. Jeden Gedanken, den sie an mich verschwenden, der ist für mich schon ein bisschen so Zündstoff. Also ich habe wirklich, mich drückt das nicht, sondern mich schiebt das eher, mich motiviert das. Ganz wie der Amerikaner sagt, wenn du solange du noch keine Neide hast, hast du es noch nicht geschafft. Das ist richtig, das gefällt mir, das ist gut, ja. Warst du dabei bei UFC 99 in Köln? Also als Zuschauer natürlich. Da war ich nicht dabei, weil ich zu dem Zeitpunkt in Japan war, sonst wäre ich da gewesen. Ich habe mich da auf meinen ersten Kampf, das weiß ich noch, habe ich mich da noch nicht vorbereitet. Ich habe ein bisschen Auszeit gebraucht, bin dann mit meine Frau ist Japanerin, auch nach Japan geflogen und habe danach meine Trainingsvorbereitung dann auf meinen ersten Kampf auch gehabt und habe, wie gesagt, leider das nicht gesehen. Ich war in Oberhausen da, was aber nicht ganz so voll war wie Köln. Langsess Arena in Köln war ausverkauft. Ja, war ausverkauft. Trotz der negativen Presse. Vielleicht gerade deswegen. Ja, deswegen. Ne, jede Werbung ist gute Werbung. Also jede Werbung ist gute Werbung. Ich bin mal gespannt. Hast du einen Vertrag über den normalen Standardvertrag über 6 Kämpfe? Genau, ich habe einen 6-Kampf-Vertrag, wobei, ich meine, ich sag mal jetzt aus, tu mal eine Sekunde, ich versuche gerade einhändig meinen Pulli auszuziehen. So, jetzt habe ich geschafft. Also ich habe einen Vertrag über 6 Kämpfe, wobei, ich sag mal, jeder, der das Business so ein bisschen verfolgt, weiß, dass die UFC da ein sehr schnelllebiges Geschäft sein kann bei mehreren nicht so erfolgreichen Kämpfen. Von daher sehe ich meinen Fokus erstmal auf den nächsten Kampf. Ja. Genau. Der nächste Kampf, der ist am 31.05. Fight Night 42, genau, in Berlin gegen den Drew Dober. Der hat 14 Kämpfe gewonnen, 5 verloren, hat einen Kampf in der UFC gehabt, den hat er gegen Sean Spence nach Punkten verloren. Was kannst du uns sonst noch über Drew Dober sagen? Ja, 2 Beine, 2 Arme, ja. Kopf oben drauf. Ist ein offensiver Kämpfer und hat seinen, ist ein sehr zäher Mann. Mhm. Und junger Kerl, der was gut zu machen hat, von daher gehe ich von einer hohen Motivation aus. Also der wird das nicht auf die leichte Schulter nehmen, gerade er weiß, er kommt in meinen Vorgarten, mein Hinterhof, mein Zuhause. Da ist man natürlich immer besonders bemüht, dem Mann mit dem Heimvorteil in die Suppe zu spucken. Und aber da, ich glaube, an Motivation mangelt es mir auch nicht. Das ist für mich schließt sich da so ein bisschen der Kreis meiner sportlichen Karriere. Das ist, wie soll ich dir beschreiben, wenn ich im Auto sitze, dann die Musik anmache, mein Leben lang, und dann kam noch ein gutes Lied, am besten noch irgendwas aus den Rocky-Filmen, dann habe ich immer genau dieses Bild vor Augen gehabt. Und vor mir öffnet sich eine Tür oder ein Tor, draußen die Menschenmenge, Blitz, Licht, Gewitter, mein Lied, ich marschiere da raus und ja, und dann dieses, das, was man halt träumt, wenn man ein Spinner ist. Und das war, ja, und jetzt ist das auf einmal möglich. Jetzt ist das auf einmal, das, ich bin unglaublich motiviert, wirklich. Ich bin auch, während ich dir das jetzt erzähle, ich merke direkt, wie die Spannung hochgeht. Positiv. Ja. Man merkt es sogar hier.
Das würde mich noch interessieren. Wenn man unterschreibt, oder bei der, man unterschreibt jetzt einen großen Vertrag und so, aber jetzt das ist alles noch sehr so ein bisschen abstrakt und so. Und jetzt plötzlich hat man einen Gegner, das heißt, jetzt bekommt das Ganze ein Gesicht. Was passiert da mental? Das, ich habe mich das Gleiche gefragt, bevor es dann soweit war. Ich habe ein bisschen, ich war ein bisschen, ich hatte ein ungewisses, ich hatte so eine gewisse Ungewissheit und gewisse Ungewissheit, gutes Wort, ja. Ich wusste nicht, wie ich reagieren würde, weil ich auch nicht wusste, ich so eine Situation, ne? Ein großer Traum, eine Möglichkeit und jetzt steht halt dieser erste Gegner, also man hat noch kein Gesicht und als ich es dann gehört habe und wusste, war das eine riesige Erleichterung, weil wie du es so schön gesagt hast, jetzt hat das endlich Form angenommen, jetzt hat das Ganze ein Gesicht bekommen und dann war auch, das war eher eine Erlösung als eine Anspannung. Also ich habe mich wirklich dann auch gefreut, weil ich halt auch vom Stil her ist er ein sehr offensiver Kämpfer, das wird mit Sicherheit ein schöner Kampf werden. Ja. Dann war ich dann auch beruhigt, dass ich dann, wie gesagt, mich dann auch jetzt konkreter vorbereiten konnte. Also auch, ich sag mal, im Hinblick darauf, dass ich wusste, dass ich jetzt am 31. Mai auch sicher dabei bin. Das war ja bis dahin nur, es war, wir haben uns das schon irgendwie gedacht, aber fest war es noch nicht. Ja. Ja. Und hast du dich jetzt schon sehr intensiv mit ihm auseinandergesetzt oder ist das etwas, das noch später kommt oder? Soll ich ganz ehrlich sein? Ich habe eigentlich, mein Team hat ihn schon studiert. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt erst sein Profilbild geguckt und das, was meine Trainer mir gesagt haben. Ich verlasse mich da sehr auf das Wort meiner Trainer. Ich werde mir natürlich noch intensiv, denke ich mal, auch mit meinen Trainern zusammen angucken, aber zum jetzigen Zeitpunkt, ich sag mal, das, was sie mir sagen, die und die Auslage, der und der Kampfstil und so weiter, das macht für mich auch sehr einfach, dann daran zu arbeiten, weil dann im Endeffekt die Aufgabe im Fokus steht und nicht, ich sag mal jetzt, der Mensch oder dass ich mich so sehr auf ihn dann fokussiere, sondern auf die Aufgabe, was ich mache, wenn er zum Beispiel das und das macht. Aber wie gesagt, das sind dann so, ich sag mal, die Frage kam jetzt auch öfters, ob ich mich besonders auf ihn vorbereite und das ist eben nicht so. Wir bleiben weiter an dem Training, wir versuchen uns immer weiter zu verbessern, weil ich glaube, dass dieser Entwicklungsprozess zwangsläufig auf der Strecke bleibt, wenn man permanent aus seinem Training aus dem Verbesserungsprozess rausgeht, um sich dann individuell auf eine bestimmte Sache vorzubereiten. Ja. Ja. Und deswegen ist das noch relativ, relativ, eigentlich, wie sagen die Amerikaner schön, just another day in the office. Oh, einfach, okay. Noch ein weiterer Tag auf der Arbeit. So sehen wir das momentan. Also sein Bild hängt noch nicht in deinem Badezimmerschrank. Ich habe ihn noch nicht auf diversen Zielscheiben bei der Polizei draufgedruckt. Noch nicht. Die Blätter liegen noch unbedruckt im Drucker. Ja. Weiß er überhaupt, dass er hier gegen einen Bundespolizisten antritt? Das ist ja ein bisschen gefährlich für ihn. Ja, vor allen Dingen, ob wir ihn überhaupt reinlassen. Ne? Ja. Das sind ja die Bundespolizisten, die am Flughafen sitzen. Ich weiß nicht, vielleicht kriege ich das hin, dass er da ein bisschen länger kontrolliert wird. Okay. Und muss er sicher gehen, ne? Nein. Okay. Also ich denke mal, er wird das wissen. Ich weiß auch, dass er Bäcker ist und ich muss zugeben, also wenn ich abnehme, ja, er ist ein gelernter Bäcker. Oh. Und also wenn ich abnehmen muss, wollte ich ungern in der Bäckerei von morgens bis abends sitzen. Ich meine, er wird da sicherlich auch ein bisschen sich da mehr auf sein Training konzentrieren, aber stell dir das mal vor. Muss es aber abkochen und dann hast du den ganzen Tag hier frisch gebackene Croissants vor der Nase. Also diese Doppelbelastung, ich bin gespannt, ob er der gewachsen ist. Da kann man natürlich als Polizist eigentlich nicht gegen einen Bäcker verlieren, oder? Du, bei uns im Dorf gibt es eine Bäckerei Immerath und der Kerl, der hat einen ziemlichen Oberarm. Also ich weiß nicht, ob ich gegen den im Armbrüten gewinnen wollte. Der gibt jeden Morgen die Bleche rein, also die sind schon fit, die Jungs.
Was ich noch wissen wollte, die UFC kommt jetzt nach einer größeren Pause zurück nach Deutschland. Hast du jetzt gemerkt, dass da ein bisschen Ruck durch die MMA-Szene geht in Deutschland? Ja. Ja. Ja, das definitiv. Zum einen natürlich wegen der neuen, ja, neuen Nominierung und zum anderen einfach Berlin, O2 Arena. Das ist mal wirklich ein Bam, da haben sie mal richtig was auf den Tisch geknallt. Ich sag mal, Köln-Lanxess Arena war auch schon gut, weil es auch, ich sag mal, mit Oberhausen, da waren viele überrascht, dass das in Oberhausen ist. Und ich sag mal, die Halle war jetzt auch nicht so spektakulär. Aber jetzt, ich glaube, stand eigentlich ein anderer Termin, aber da sind sie sich da irgendwie ins Gehege gekommen, weil da der DFB-Pokal in Berlin ist, zu dem Zeitpunkt. Also das sind schon, ich sag mal, da bewegen wir uns schon in Größen, da muss ich selber jetzt ein bisschen grinsen, das hört sich dann so ein bisschen aufgetragen an, aber das ist schon ein ganz schöner Knaller auch, wie gesagt, in dieser O2-Arena. Ich bin vor kurzem in Berlin daran vorbeigefahren. Das ist ein Brocken, der da mit wieder hingesetzt hat. Und also ich könnte mir gut vorstellen, dass das Ding komplett ausverkauft sein wird und rappelsvoll sein wird. Zumal die Nähe dann auch, ja, zum Beispiel zu Polen, wo auch, ja, ich sag mal, das MMA ganz hoch im Kurs steht. Ich denke, da wird schon einiges gehen. Und du bist da dabei, du wirst da vor tausenden Leuten, wirst du da in die Arena schreiten und dich zum Cage bewegen. Ach, so viele? So viele? Nein. Ja, ich habe irgendwie mal jetzt gelesen, 13.000. 13.000, ja. Wirst du auf dem Harley Davidson Prep Corner stehen und wirst von Stitch Vaseline ins Gesicht bekommen. Oh ja, und dann, ich hoffe, das ist ja Bruce wie im Buffer Film. Dann, ja, so ist es. So ist es. Und dann Bruce Buffer, it's time! Und Wahnsinn. ich hab das alles schon im Kopf. Ich habe aber dann natürlich noch meine persönlichen Vorstellungen, dass dann da, wenn ich dann noch alles sehe und ich sag mal, wenn es dann nach meinem persönlichen Film ginge, dann wird das natürlich eine ganz große, wird es natürlich wie bei Rocky, aber bei Rocky 2, ne? Erster Teil hat er ja verloren. War zwar auch guter Film, aber im zweiten Teil war er dann, ne? Aber das ist natürlich, wie gesagt, das denkt sich wahrscheinlich und wünscht sich da jeder. Aber ich bin dieser, wenn auch wie jeder, der da, wir trauen uns gar nicht so ein bisschen darüber zu reden, auch im Team, weil es einfach so unglaublich eigentlich ist. Jetzt bist du auf einmal die größte Veranstaltung, die wir bisher, das waren, ich weiß nicht, vielleicht mal 3.000, 2.000. Ja. Und das war schon toll, aber ich glaube auch, weil viele dann auch fragen, was ist mit dem Druck? Ist das nicht ein enormer Druck, der da auf dir lastet? Aber wie gesagt, als Träumer, als vielleicht auch ein bisschen als Spinner, der sich sein Leben lang eigentlich in jeder freien Minute sowas vorstellen, sowas wünscht, der ist ja sein Leben lang darauf vorbereitet, glaube ich. Ich meine, wir werden sehen, ne? Man kann, wie ich mich dann fühle, wenn es soweit ist, aber momentan empfinde ich nichts anderes als Freude und positive Aufregung. Das ist so eine klassische Fight or Flight Situation, oder? Entweder man der Druck überwältigt einen und man ist wie erstarrt, ja, oder man kann richtig diese Energie aufsaugen. Ja, genau so ist es. Ich habe im Judo habe ich mehrere Europameisterschaften im Judo gekämpft, auch auf Weltcups in Japan oder Brasilien, und ich habe beides erlebt. Ich habe erlebt, dass der Druck manchmal zu stark war und ich dann ich sag mal weit unter meiner Leistung gekämpft habe. Ich habe aber auch erlebt, dass bei meinem Europameisterschaftsfinale in Moskau, da war es genau das Gegenteil. Hatte ich gedacht, oh nein. Im Finale habe ich dann einen sehr, sehr starken Mann gehabt, gegen den ich 2 Wochen vorher richtig auf die Mütze gekriegt habe, und dann, ich sag mal, dann auch in Moskau, so weit weg von zu Hause, und dann sind wir dann durch die haben dann schön ihre Militärs gehabt, dann ist man durch so einen Metalldetektor gegangen, um in die Halle reinzukommen, und ich stand da mit AKs im Anschlag, und dieses Ganze, das hat alles so ein feindliches, so eine feindliche Aura, und dann da war auch ein großer Druck, und dann noch die Europameisterschaft, und und da ist es aber dann genau andersrum gegangen. Da hat mich das dann doch irgendwie dann motiviert, und war ein ganz tolles Erlebnis. Von daher, ich kenne diese Situation. Ich denke auch, dass mir die Erfahrung aus dem Judo da sicherlich helfen wird, mit der Situation besser klarzukommen.
Ja, das glaube ich auch. Wenn man so viele Wettkämpfe gemacht hat wie du, oder? Dann hat man ja, diese Erfahrung einfach, wie man sich auch akribisch auf den Punkt vorbereitet. Du lebst in Köln, das ist eine ziemliche Partystadt, wie ich bei UFC 99 festgestellt habe. Da waren wir in kleinen Köln und haben da ziemlich gesoffen. ja. Ja, das war sehr schön. Was machst du privat, wenn du mal nicht im Training bist? Schlafen in der Regel oder essen. Ich muss das jetzt so trotzdem sagen. Es ist dadurch, dass ich eigentlich, ich sag mal, mehrere Einheiten am Tag habe und ich mir und mein Team mir das auch zugesteht, in jedem Bereich versuche mit den besten Leuten, die ich kriegen kann, zusammenzuarbeiten, die aber leider natürlich nicht, weil wir nicht diese großen, tollen Stützpunkte wie in den Staaten haben, wo dann alles an einem Ort ist. Dadurch bin ich eigentlich die ganze Zeit unterwegs. Das heißt, ich gehe morgens aus dem Haus, wenn dann, ich weiß nicht, je nachdem wie viele Einheiten angesetzt sind, habe ich dann auch dementsprechend dann die Taschen im Kofferraum. Die Leute, meine Nachbarn denken immer, ich ziehe um, aber ich fahre nur zum Training und dann komme ich abends wieder. So jetzt in dem Fall, ich bin jetzt wirklich ich bin heute Morgen raus, bin jetzt 10 Minuten vor dem Interview wieder reingekommen, habe dann schnell mir noch was reingehauen und nach dem Interview werde ich mich aufs Ohr hauen und dann geht der Spaß von morgen wieder los. Also ich sag mal so, das ist es ja. Da sind wir wieder bei dem Thema Spinner. Das muss man einfach lieben. Ich liebe das. Ich setze mich morgens ins Auto, dann kommt geile Musik rein, dann freue ich mich darüber. Dann fahre ich zum Training, bin schon im Gedanken wieder meinen persönlichen Rocky-Film durchgegangen und freue mich dann darüber. Und dann sehe ich dann die Verrückten, die mit mir jeden Tag da trainieren und dann trainieren wir und dann es ist im Endeffekt ja auch, dadurch, dass wir sehr, sehr viel, sehr lange miteinander zusammen sind, ist das dann auch ein bisschen wie eine Familie. Und dann freust du dich auch, wenn du die Leute siehst und dann geht das auch. Aber im Endeffekt, ich trainiere, fahre zum anderen Training, ruhe mich dann vielleicht ein bisschen aus, trainiere, fahre entweder nach Hause oder falls es noch ein Training gibt, fahre dann dahin. Also, ja, das Leben eines Fernfahrers, quasi, so ein bisschen. Du hast es gesagt, wenn du nicht im Training bist, dann schläfst du meistens. Den Schlaf wollen wir dir selbstverständlich nicht rauben. Ein, zwei Fragen habe ich noch, aber ich bedanke mich jetzt schon mal für das Beantworten. Jetzt ist ja noch einige Zeit bis zum 31. Mai. Was läuft jetzt da konkret noch? Ja, also ich sag mal so, wir werden uns wirklich sehr, sehr gewissenhaft vorbereiten. Im Endeffekt, die Vorbereitung hat jetzt angefangen. Es ist noch eine lange Zeit, aber die Vorbereitung hat bereits begonnen. Entschuldigung, was hier gerade klingelt, ist das Telefon meiner Frau, die sich aufgestellt hat. Hilfe, mach gut. Ja. Und ja, im Endeffekt, es hat natürlich alles so eine gewisse Periodisierung. Also wir werden uns da jetzt, wie wir es eigentlich immer machen, wir werden uns da vorbereiten. Und das ändert sich natürlich dann im Laufe des Trainings und beziehungsweise der des zeitlichen Abstandes. Und das sind halt eigentlich, ich habe mal von Mike Tyson habe ich mal eine Dokumentation gesehen und der hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Nur das Training zu erzählen ist eigentlich total langweilig, weil es im Endeffekt immer das Gleiche ist und immer wieder wiederholen. Es ist nichts, ich würde jetzt gerne super spektakuläre Geschichte auf dich knallen, dass meine Trainer mir die Augen verbinden und ich gegen irgendwelche Bären kämpfen muss und dass die mich dabei mit Steinen abwerfen oder Fackeln. Aber es ist leider nicht so. Oder Gott sei Dank. Im Endeffekt ist jetzt, wir arbeiten das Pensum, das wir uns gesetzt haben, arbeiten wir jetzt ab. Und da wird es kaum Spiel geben. Ja. Ich frage manchmal die Kämpfer vor den Kämpfen, warum, gib uns doch mal eine Promo, warum soll ich am 31.05., wenn dein Kampf ansteht gegen Drew Dober, nicht die Gelegenheit ergreifen und mir ein Bier und eine Brezel holen? Kannst du doch. Auch Bier und Brezel in Berlin. Kannst du, sondern guckst du trotzdem. Also, das ist beides möglich. Aber ich denke, dass, ja, ich sag mal so, also
ich bin ein sehr gläubiger Mensch und deswegen bin ich auch immer vorsichtig mit Prognosen, denn es gibt so einen schönen Satz, wenn du den lieben Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm von deinen Plänen. Also ja, es kommt erstens immer anders und zweitens, als man denkt. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass alles schlecht ist. Man muss auch mit der Möglichkeit rechnen, dass es sehr, sehr gut wird. Aber es ist, ich kann dir sagen, warum ich auf jeden Fall da sein werde. Das ist für mich mein absoluter Traum. Da wird sich für mich, das ist ein riesiges Geschenk, das mir der liebe Gott gegeben hat. Und ich möchte eigentlich auspacken. Und deswegen freue ich mich eigentlich auf diesen Tag so sehr. Und ich gehe davon aus, wenn ich gut vorbereitet bin und wenn er gut vorbereitet ist, weil wir beide sehr, sehr, also weil wir beide keinen Kampf scheuen, das ist auch ziemlich, ziemlich offensiv und ziemlich, ich denke mal, es wird ein Hingucker. Man spürt, da ist Energie drin. Ich bin jetzt auch gespannt auf den Kampf. Nick, danke vielmal, dass du uns hier deine Fragen beantwortet hast. Wie gesagt, du kämpfst am 31. Mai Ultimate Fight Night 42 in der O2 Arena in Berlin gegen Drew Dober. Die Leute, die mehr über dich wissen wollen, die können auf deine Homepage gehen, nick-heim.de oder dich auf Facebook anfreunden. Twitter hast du keine, musst du wahrscheinlich jetzt bald haben. Oder doch, hab ich. Ah, Entschuldigung. Nick Hein MMA. Wirst du mich auch unter Twitter finden. Ist jetzt neu, deswegen ist es noch nicht so bekannt und deswegen einfach mal anklicken und ich bin, wie gesagt, momentan habe ich auch, weil es noch neu ist, noch nicht so viele Follower. Das heißt, ich bin immer, ich freue mich über jede Anschrift, ich beantworte immer gerne. Super. Auch die Neider sind selbstverständlich willkommen. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Gerade die. Kommt in Schaden. Nick, danke mal für dieses Interview, war sehr interessant. Wir wünschen dir alles Gute am 31.05. Und was kann man da noch sagen? Ja, im Endeffekt, ich freue mich für dieses Interview. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und wenn du kommst, ich warte mit Bier und Brezel. Und hoffen wir mal, dass das alles gut läuft. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Und wie gesagt, Super. Hat mir Spaß gemacht. Und danke nochmal. Danke und bei dieser Gelegenheit noch schnell auch ein Dankeschön selbstverständlich an Tim Leidecker, der dieses Interview möglich gemacht hat. Super Job, danke dir, genau. Tim. Super. Genau. Danke, Tim. Genau. Danke. Super. Danke dir, Nick. Ja. Und schöne Zeit noch und schönen Abend. Alles klar, Dankeschön. Dir auch einen schönen Abend. Bis dann, mach's gut. Super. Tschüss. Ciao. Ciao. So, das wäre gewesen, der Nick Hein. Wir wünschen ihm selbstverständlich alles Glück da in Berlin und eben nochmal ein Dankeschön an Tim Leidecker. Mit ihm werden wir nicht in Kürze ein Interview haben. So Management und so ist ja immer eine interessante Sache. Ich habe mal angefragt, hat spontan gesagt, ja, würde es selbstverständlich machen. Sorry für unsere Ciao-Ciao-Ciao-Orgie da am Schluss vom Interview. Aber ich weiß auch nicht. Wir sind so ein bisschen wie Japaner. Solange sich einer verneigt, verneigen wir uns immer auch. Das wär's gewesen. Episode 49 neigt sich am Ende zu. Ich habe keine Breaking News noch ganz am Schluss und so. Habe mir auch schon auf dem Computer angeschaut. Es gibt nichts. Es ist leer. Ich kann nichts mehr sagen. Und darum sage ich jetzt, danke fürs Zuhören. Folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram. Oder abonniert doch uns auf YouTube. Wäre geil. Danke vielmals. Ciao zusammen. Tschüss.